Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich mache mich gerade hier auf dem Weg nach oben, denn wir haben etwas zu tun. Nämlich, ja, Babysachen aussortieren. Denn, ja, wie soll ich es sagen, aus unserem 99-prozentigen Jungen wurde ein 1000-prozentiges Mädchen. Und, ja. Es gibt ein paar Sachen, die ich die letzte Zeit gekauft habe, die nicht mehr so ganz passen. Ja, aber was sollen wir anders machen? Ich schaue die Sachen jetzt einmal durch, um dann zu schauen, was brauchen wir noch. Und dann ja, euch dabei ein bisschen mitzunehmen und euch viel Spaß bei diesem Vlog zu wünschen. Hier fängt es schon an, diesen Schlafsack oder Fußsack hatten wir damals bei Lia in der Babyschale. Der ist von Koeka. Und genau, den wollte ich eigentlich verkaufen. Habe den jetzt extra einmal durchgewaschen. Das ist gerade frisch aus der Wäsche. Und jetzt behalten wir ihn. Total verrückt. Ja, also wir müssen da beide auch erstmal so ein bisschen drauf klarkommen. Die Freude ist natürlich trotzdem riesig. Also wir lieben dieses Kind einfach schon so extrem doll, dass uns das Geschlecht völlig egal ist. Ich muss von Anfang an sagen, ich hatte tatsächlich auch immer im Gefühl, dass es kein Junge sein kann. Und es war für mich immer sehr unreal, dass ich einen Junge bekomme. Und auch für Felix, er hat gestern gesagt, er konnte sich das nie vorstellen. Er hatte immer im Blut oder im Gefühl, dass es ein Mädchen ist. Und ja, gestern war es dann ziemlich eindeutig. Wie gesagt, wir freuen uns riesig, aber man muss sich da jetzt erstmal wieder drauf einstellen. Ne? Also man hat sich erstmal auf ein Mädchen eingestellt gehabt, ja von Anfang an, weil diese blöde Noob-Theorie, ich weiß nicht, ob einige die kennen, aber sehr früh in der Schwangerschaft, wo man eigentlich das Geschlecht sehen kann im Ultraschall, kann man anhand von dem Noob das Geschlecht sehen. Das ist ganz bekannt in Amerika. Und das haben wir damals bei Lia auch gemacht und da war es tatsächlich auch richtig. Sie war von Anfang an ein Mädchen und auch dieses Mal war es laut Noob ein Mädchen. Und dementsprechend habe ich mich total auf ein Mädchen versteift. Dann den Frauenärztin danach sagte die Frauenärztin, nee, da ist eindeutig ein Zipfel, 99% Junge. Und da lässt sich auch nicht mehr rütteln, 99% Junge. So. Dann beim nächsten Termin war das sehr unschlüssig, aber sie sagte trotzdem, sie möchte den Jungen nicht streichen, weil wir haben wieder einen Zipfel gesehen. Aber nicht so eindeutig, aber das Baby lag auch einfach nicht so gut. Ja, und dann hieß es gestern, das erste, was wir geschaut haben, war das Geschlecht, weil das Baby auch einfach perfekt lag für das Geschlecht. Und dann, ja, meinte sie, sorry, ich kann da nichts machen. Das ist einfach tausendprozentig ein Mädchen. Und sie hat dann auch richtig so in die einzelnen Ebenen reingezoomt oder geschallt. Also das ist eindeutig, mehr als eindeutig ein Mädchen. Man hat richtig die Schamlippen gesehen und den Strich in der Mitte sozusagen. Genau, also da lässt sich gar nichts mehr rütteln. Das ist eindeutig ein Mädchen. Und wir waren natürlich beide total perplex. Ich auch. Ich dachte, wie sage ich das jetzt allen? Und vor allem, wie sage ich es auf Instagram und YouTube? Weil viele werden mir wahrscheinlich die Schuld geben für irgendwie was, dass ich zu früh geshoppt habe oder irgendwie, ja, keine Ahnung. Aber wenn der Frauenarzt sagt, 99% Junge, was sollst du anderes machen? Da vertraust du einfach dem Arzt. Und jetzt, ja, haben wir halt die A-Karte und es ist doch ein Mädchen. Das Gute ist, dass wir halt total viele neutrale Sachen haben. Mädchen können ja auch Jungs-Sachen anziehen. Das ist ja auch das Gute daran. Doof wäre es andersrum, wenn das Mädchen auf einmal ein Junge wird. Und genau, ein paar Sachen gibt es trotzdem, wo ich aussortieren muss. Da steht zum Beispiel Babyboy drauf oder kleiner Bruder. Solche Sachen habe ich aber alle schon verschenkt. Ich möchte mich an den Sachen nicht bereichern. Das meiste besteht natürlich aus Kooperation, das wisst ihr selber. Ich möchte mich an den Sachen nicht bereichern. Ich möchte die einer ganz lieben Mama schenken, mit der ich schon damals mit Lia Kontakt hatte auf Instagram. Und ich habe sie gefragt und sie hatte heute ihren Termin.
Und heute hat sich bei ihr rausgestellt, sie kriegt einen Junge und wir sind auch relativ gleich auf. Genau, und jetzt kriegt sie eben die ganzen Babyboy, kleiner Bruder Sachen. Ich denke, da freut sie sich sehr drüber. Und dann mache ich jetzt so ein kleines Paket fertig. Jetzt wollte ich, wie gesagt, mit euch einmal die Sachen ausräumen und sortieren und dann nochmal schauen, was wir dann behalten und was nicht. Und vor allem, was wir noch brauchen. Genau. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich kann nämlich wirklich gar nichts dafür. Ich habe mich halt auf diesen 99% Jungen total eingestellt. Aber ich denke, ich werde nicht die Einzige auf der Welt sein, die das schon mal hatte. Ich kenne nämlich eine andere YouTube-Mama, die dasselbe auch schon mal hatte, auch alles gekauft hat, aber diesmal in rosa und dann wurde es ein kleiner Bub. Ja, kannst nichts machen, ist nun mal so. Wir freuen uns trotzdem, wie gesagt, riesig. Also uns ist das völlig egal, das Geschlecht. Auch für das nächste Kind ist uns das Geschlecht völlig wurscht. Also wir lieben unsere Kinder trotzdem und es hängt, wie gesagt, bei uns absolut nicht vom Geschlecht ab. Wir freuen uns einfach jetzt auf eine kleine zweite Prinzessin. Wir machen die Mädchen in der Familie und meine Schwestern machen die Jungs, habe ich gestern gesagt. Weil meine Schwestern haben ja beides Buben. So, und jetzt werden wir, wie gesagt, hier mal ins Babyzimmer gehen, in Lias Zimmer. Und da oben sind ja die Kisten mit den Babysachen. Und hier unten, keinen Schreck bekommen, steht auch noch ein bisschen was. Und da werden wir natürlich dann auch einmal durchschauen. Ich habe euch die letzten Tage bei Instagram mitgenommen, als ich so ein bisschen über Wochenbett und sowas gesprochen habe. Drogerie. Du willst filmen? Okay, ich gebe die Kleine mal die Kamera. Dann film mal. Oh, ist das ein neues Bett? Lias Bett, genau. Hallo! Hast du ein Foto gemacht? Hier vor den Riesenbergen blaue Sachen. Das habe ich jetzt gerade schon aussortiert. Und hier habe ich das, was wir behalten. Das hier sind Lias Sachen, das ist Lias Wäsche. Aber hier die Tüte und die paar Sachen, die hier liegen. Oh mein Gott, ey, ich kann mich einfach nicht mehr retten vor Babyzeug. Seht ihr das? Das ist alles aussortiert. Und hier bin ich. Entweder noch im Überlegen oder behalten wir, aber muss so eine andere Kiste. Oh, schrecklich. Ich zeige euch das mal einmal umgedreht. So, fangen wir an. Hier ist die Kiste. Die hatte ich vorher schon komplett voll. Da sind jetzt aber alles Sachen drin, die wir behalten, die relativ neutral sind, wo ich mir einfach vorstellen kann, dass ich das meinem Mädchen anziehe. Sowas hier zum Beispiel. Hier ist aber auch schon ein bisschen was von Lia mit drin, was wir eigentlich vorher aussortiert hatten für ein eventuelles drittes Kind. In rosa zum Beispiel. Genau, die werde ich jetzt auch gleich zumachen, die Kiste, dann ist die auch schon fertig. Hier habe ich noch so eine Tüte. Da sind nur die Schlafsäcke drin und ein Kissen für den Kinderwagen, so ein richtig schön dickes Kissen. Hier, wie gesagt, Lias Wäsche. Die beachten wir mal nicht. Hier so eine Kinderwagenkette, Kinderwagendecke, weil der neue Kinderwagen wird ja khaki-grün und. Genau, das sind völlig egal. Die können wir ruhig behalten. Die passt ja perfekt zum Kinderwagen. Hier sind noch die Stoffwindeln bzw. Wollwindeln, die wir neu haben. Da ist es auch völlig egal, welche Muster da drauf sind. Noch zwei Flaschen, die ich eigentlich aussortiert habe, aber jetzt hier doch gebrauchen kann. Und hier sind, wie gesagt, noch Sachen von Lia, wo Lia noch reinpasst. Bei dieser Decke überlege ich, die habe ich damals, die habe ich schon ewig. Und bei Lia haben wir sie gar nicht benutzt. Ja, ich kann mich irgendwie nicht davon trennen, weil ich finde die so süß und die ist auch so richtig kuschelig weich. Ja, und hier seht ihr dann das Chaos mit Sachen. Hier sind Sachen, wo ich noch überlege, weil Mädchen können ja auch hier so blaue gestreifte Bodys anziehen und sowas. Und den habe ich ja auch gerade erst gekauft bei Nordkids. Auch irgendwie total schade, aber
Ach, das sind einfach Sachen, das ist total schwierig, das zu entscheiden. Hier ist ganz viel, was auch schon ein bisschen größer ist, was ich gekauft habe. Zum Beispiel hier habe ich neu gekauft bei H&M, weil die mega im Angebot war. Genau, und ja. Sorry, aber ich möchte das mein Mädchen nicht anziehen. Ich bin da eigentlich nicht so pingelig, aber. Ja, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Dann gebe ich das lieber zu meinen Schwestern, die ja nur mal zwei Jungs haben. Genauso wie die anderen Sachen, die hier liegen. Die Hose hier ist auch noch komplett neu. Die habe ich auch bei H&M gekauft. Und hier auch Bodies und sowas. Genau. Das sind einfach viele Sachen, die zu meinen Schwestern gehen. Und da hinten ist noch ein ganzer Karton voll da. Und hier ist ja auch ganz, ganz viel. Blaue Sachen. Diese Bodies hier von H&M, die ich euch im letzten Haul gezeigt habe, die habe ich jetzt einfach nur so darauf gelegt. Lia trägt auch solche gestreiften Bodies und ich finde das gar nicht schlimm. Ich überlege nur, ob ich die nicht vielleicht umtausche. Also die hier sind ja sowieso total neutral. Aber wenn man schon ein Mädchen kriegt, dann möchte man ja auch rosa und dementsprechend überlege ich, ob ich die umtausche. Ich gucke mal, ob ich den Bon noch habe. Und wenn ich den Bon nicht habe, dann behalte ich die auch. Das ist ja gar kein Problem, weil wie gesagt, Lia trägt die auch. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm. Und ganz oft passt auch Dunkelblau total gut zu Rosa. So, und das waren jetzt nur die Sachen, die hier unten standen. Jetzt muss ich da oben noch ran. Da oben an die Kisten. Und dann geht es weiter. Das ist aber nicht so viel da oben, weil die Sachen sind, die meisten davon sind neutral, weil die alle noch von Lia sind tatsächlich. Und genau, dementsprechend wird es gar nicht so viel und gar nicht so schlimm, das durchzugucken. Aber wir schauen mal. So, die Kleine spielt übrigens in der Zeit. Und ich mache die Kiste hier mal zu. So. Ist das schon mal abgehakt, genauso wie hier die Tüte. Da tue ich jetzt noch die Decke hier mit rein und die Kinderwagendecke. So, und dann ist die auch schon mal weg. Also leider nicht aus dem Blickfeld, aber ihr wisst, was ich meine. Die Windeln, da habe ich hier extra eine Kiste für, genau, im Schrank. Die auch schon, die leider platzt aus allen Nähten. Ups. Gut, dann stelle ich die erstmal davor. So. Aber dann ist das auch schon mal weg. So. Die Bodies von H&M. Wie gesagt, da überlege ich. Kommen die erstmal hier hin. Genauso wie die Sachen von Lia. Ja, da bist du, genau. Und hier habe ich noch Spucktücher. Die sind ja auch relativ neutral, außer eine blaue, aber das interessiert mich wirklich gar nicht. Lia hat auch sehr viele blaue Spucktücher gehabt. Genau, da bist du, ja. Und die kommen hier unten in die Spucktücher-Schublade. Das hier ist die Spucktücher-Schublade. Da sind alle unsere Spucktücher drinne. Nehmen wir den Schatz. So. Ja. So, hier habe ich noch das Wollfett von den Wollwindeln. Das kommt natürlich auch hier zu den Windeln. Und die beiden Flaschen kommen auch zu unseren Flaschen. Das ist nämlich alles hier unten drinne. Da. Ist noch ganz viel von Lia und sowas drinne. Alles auch Thema Wochenbett und sowas. So, die Spieluhr vom Baby. Die ist immer greifbar. So, dann haben wir das auch schon mal. Oh, komm schon. So, Platz aus allen Nähten. Wird Zeit für ein Babyzimmer. So, und jetzt werde ich mir mal Lias Stuhl schnappen. Oh, ich krieg die da nicht rund. Nee, krieg die gar nicht runter, Schatz. Die hat Papa so festgemacht. Oh, ja, da musst du Mama helfen, Lea. Oh, ich krieg die nicht runter. So.
Wir haben hier eine große Leiter. Lia macht schon Platz da unten, wie süß. Da räumt Lia jetzt extra schon alles weg, damit ich da hinkomme. Oh Gott, ist sie niedlich, ey. Machst du Platz für Mama? Super, toll. So, dann wollen wir mal da hoch. So, müssen wir aber erstmal hier ein bisschen wegräumen, denn Lia, genau, super. Genau. So, tu mal in dein Bett, ne? Alles. So, Lia, jetzt brauche ich aber erstmal die Leiter hier, Schatz. Und was ist? Ja, du bist lieb, alles gut. Mama hat dich auch lieb. Ne, du bleibst aber lieber unten, ja? So, jetzt ist es schon besser. Jetzt kommen wir hier besser an. So. Und was ist? Mama kommt. So, erste Kiste. Oh mein Mann. Oh Mann, oh Mann. Aber das sind, wie gesagt, alles noch Lias Sachen. Die hat Lia damals auch getragen. Dementsprechend schaue ich jetzt nur einmal durch, ob da noch irgendwas bei ist, was ich damals gekauft habe oder so. Aber ich glaube tatsächlich nicht. So, ich stehe jetzt im Wäschekorb. So, die Schuhe hier hat Lia nie angehabt. Und die werde ich jetzt an meine Neffen weitergeben. Weil der Kleine ist ziemlich schlimm im Laufen. Lia hat aber nicht mehr reingepasst, als sie gelaufen ist. Aber ich werde die weitergeben, wie gesagt. Nicht wegen der Farbe oder so, nur Lia hat da nicht reingepasst. Und da mein Neffe schon kurz vorm Laufen ist, denke ich, passt das. Wieder komplett eingepackt in Babysachen. Einige Sachen haben auch total gelbe Flecken, aber das geht alles raus, wenn ich die wasche. Aber das mache ich erst, wenn das Babyzimmer fertig ist. Genau, aber solche Sachen werden wir auf jeden Fall behalten. Also wie die hier, die hat der Lia immer an mit einem rosanen Body. Das sah so süß aus, weil die auch richtig schön bequem ist. Es ist nicht so eine richtige Jeans, sondern es ist so eine richtig schön weiche. Richtig süß. So, hier ist zum Beispiel ein Teil, was ich neu gekauft habe damals. Aber das ist ja schwarz, kann man auch mega gut kombinieren. Und hier seht ihr, das meiste ist alles neutral, weil das meiste ist alles von Lia. Also das hatte Lia alles an. Hier auch noch Spuckflecken. Genau, also da muss ich echt wenig aussortieren. Bis eigentlich gar nicht, wie ich es mir gedacht habe. So, also kann ich das fast alles wieder reinräumen. Ich habe mir fast alles, diesen hier habe ich geliebt, ey, bei dir. So süß, ey, wirklich. Zucker, 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 ne, Lia? Weißt du gar nicht mehr, dass du den nur anhattest, ne? Hat er sie sehr oft an. Genauso wie die hier. Auch richtig süß, die kleine Pumphose. Und die hier hatte sie auch richtig oft an. So rosanen Body, dass sie einfach mal so klein war, Lia, komm mal her. Da passt, das geht nicht mal als kurze Hose bei ihr. Ist schon viel zu kurz. Mit deinem Stoffi-Po, hä? So klein warst du mal. Hier hast du mal reingepasst, Schatz. Für wen ist das jetzt? Für deine Schwester? Da passt du nicht rein, Schatz. Guck. Passt nicht mehr. Das passt auch nicht alles. Lia, zeig mal, wie hübsch du bist. Leute, schaut mal, ey. Ein Witz. Das ist ja richtig ein Witz hier. Unglaublich, wie schnell die Mäuse wachsen, ey. Das vergisst man einfach so schnell. Ja, nee, nee, lass uns bitte zusammengefaltet, Schatzi.
Und diese ganzen kleinen Bodies, ey, oh mein Gott. Heute haben wir wieder so ein Würmchen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Wahnsinn, doch. Wahnsinn. Nehmen wir mal was? Wahnsinn. So. Die Hose hier hatte Lia bei ihrem Ich bin eine Woche alt Foto an. Die ist auch so Mindestgröße 50. So, jetzt holen wir die nächste Kiste runter. Und in der einen hier ist noch ein bisschen Platz, deswegen tue ich die nicht wieder direkt nach oben, sondern da warten wir jetzt erstmal, bis sie voll ist. So, hier, warte. Hast du sauber gemacht? Super. So, hier sind nämlich die rosa Sachen drin von Lia Wolfchen. Hier, das machen wir einmal. Super. Hier sind nämlich alle Sachen drin, die ich bei Lia damals oder die ich jetzt aussortiert habe, die wir aber auf jeden Fall fürs nächste Mädchen behalten wollten. Und die können wir ja jetzt wieder benutzen. Die muss ich ja jetzt doch nicht einlagern, sondern die können wir ja alle benutzen. Das sind zum Beispiel hier diese kleinen Strampler drin. Oder hier ihr Kleidchen, wo sie ihren ersten Geburtstag drin gefeiert hat. Oder ihr Kleidchen von ihrem ersten Weihnachten. Und hier die Pixie-Mütze in Rosa. Die hatte sie auch auf dem Heimweg, glaube ich, an. Die können wir aber direkt hier in die Kiste packen, weil hier sind ja die kleinen Sachen drin. Genauso wie diese Hose hier, die ist auch ganz klein. Aber mit so riesen Bündchen, dass man die auch richtig schön krempeln kann. Aber das kommt hier auch alles rein jetzt, diese kleine Größe, damit ich ungefähr weiß, wo welche Größe ist. Genau, und solche Sachen sind hier halt drin. Zum Beispiel diese Hose auch. Fand ich auch ein bisschen zu mädchenhaft, aber jetzt, wie gesagt, können wir die ja super wieder benutzen. Und Lia hat währenddessen den Feind jeder Mutter oder von jedem Elternteil gefunden. Stroh. Oh nein. Und diese Kiste immer noch nicht voll, aber die hier dafür ganz schön leer. Aber da finden wir gleich auf jeden Fall noch Sachen, die da reinkommen. Und hier muss ich jetzt noch eine neue Kiste für suchen. Das ist nämlich so alles 74,80. So, meine Lieben, das Chaos ist soweit beseitigt. Sachen habe ich sortiert. Einmal was zurück zu meinen Schwestern geht. Das sind so Sachen, die ich von denen bekommen habe und die ich jetzt nicht verkaufen möchte oder so, sondern die ich halt dann denen gehören und denen gebe ich denen zurück. Und eine Kiste habe ich mit Sachen, die ich verkaufe. Und ich habe auch noch ein paar Sachen, die wo meine Neffen noch reinpassen. Das habe ich auch alles dann in eine nächste Tüte gepackt. Jetzt habe ich hier drei verschiedene Tüten stehen. Aber es ist soweit alles sortiert. Und ja, ich bin fertig für heute. Jetzt geht es erstmal Mittagessen. Und dann mal schauen, was wir noch so machen den Tag lang. Ich muss hier auf jeden Fall noch Lias Zimmer aufräumen. Die war hier nämlich gerade beschäftigt mit Ausräumen. So, meine Lieben, die Kleine schläft. Ich habe sie gerade ins Bett gelegt. Wir haben kurz vor 7 und genau perfekt ihre Zeit. Und ich bin mega glücklich, dass sie jetzt schläft. Und genau. Das war es auch eigentlich von diesem Vlog. Ich wollte mich eigentlich nur noch verabschieden. Ich habe jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall ganz schön viel zu tun mit Vinted. Also falls ihr mir da noch nicht folgt, ich verlinke euch meinen Vinted-Account unten in der Infobox. Da könnt ihr da vorbeischauen. Gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele Jungs-Sachen jetzt. Auch ganz, ganz viel neu natürlich. Ja, ihr wisst Bescheid. Genau. Ich habe jetzt gerade auch schon so ein paar Sachen eingestellt. Von Lia noch. Da erwarten euch natürlich auch immer Sachen. Wir bewahren nämlich nicht alles auf. Immer nur so die Lieblingsstücke. Genau. Und ich werde mich jetzt hier ans Schneiden von diesem Video direkt machen. Und damit es auch direkt online kommt. Und dann warte ich auf Felix, der jetzt eigentlich auch jeden Moment kommen müsste.